Machst du dir manchmal Gedanken, du hast jetzt 10 Millionen Views auf Klicks, Klicks auf YouTube, so das zum monetarisieren, monetarisieren. ja. Ich habe ein einziges Video monetarisiert. Man muss, als um ein Eins hast du, Partner zu werden, okay. eines monetarisieren. Ich habe ein Okay. Video gefunden, da steht einfach drin, es geht weiter in der Playlist Nummer so und so viel. Ich glaube, ich habe schon ein paar Cent damit verdient. Ungern, ich möchte es ungern monetarisieren. Sobald da Werbung draufkommt, finde ich das absolut hässlich. Jemand möchte endlich mal was lernen, ob es nun der Hauptnenner ist oder die Laplace-Transformation. Und dann kommt erst diese unsägliche Werbung. Das möchte ich keinem antun. Das Schöne im Internet ist ja, sobald es hohe Qualität gibt, die offen ist, ist das Geschäftsmodell derer, die Das verkaufen niedrigere wollen, Qualität genau, verkaufen wollen, das zerstört. kaputt, Also die kommen, ja. deswegen finde ich auch so wichtig, dass es eben die offenen, dass wir die offenen Leute weiter unterstützen, um quasi den Druck aufrechtzuerhalten von denen, die versuchen zu verkaufen, dass sie auch wirklich Mehrwert anbieten müssen. Es gibt natürlich im Internet an der Stelle noch einen Unterschied zwischen der Software, sagen wir Windows oder sagen wir Linux, und den offenen Kursen. Die Universitäten haben ein gewisses Hoheitsrecht. Harvard gibt den Zettel raus, auf dem Harvard steht. Und nur Harvard gibt diesen Zettel raus. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich gebe euch auch einen Zettel, der Zettel ist nichts wert. Das ist ein Unterschied. Wenn jemand sagt, hier habt ihr Linux, komplettes Betriebssystem, dann habe ich ein komplettes Betriebssystem. Aber der Zettel, den ich jetzt ausstelle, der ist, als Privatperson meine ich, der ist nichts wert. Also es gibt da an der Stelle noch, wie soll ich sagen, einen Heimvorteil für die Absolut, Universitäten und für die absolut. anderen Hochschulen. Ja, absolut. Und an denen werden die sich auch, an dem werden die sich auch Der wird festhalten. verkauft Und ja, werden. der wird verkauft. Der ist ja auch Der wird einiges wert. monetarisiert. Ja, Ja. absolut. Wobei das Interessante ist, haben wir ein bisschen vorher darüber gesprochen, dass wahrscheinlich ja der Wert einer Harvard-Bildung oder eines Harvard-Scheines nicht der Kurs ist, den man im Internet nehmen könnte. Nein. Also wenn alle Harvard-Kurse im Internet angeboten würden und die Leute würden in Harvard sitzen und diese Kurse gucken und dann aber mit den anderen Studenten Mittagessen gehen und die Probleme lösen und mit den Professoren reden, so diese ganzen anderen Sachen da drumherum, dafür bezahlen die Leute ja im Endeffekt das Geld. Nur das ist viel schwieriger zu erklären. Und wenn ich sagen kann, das sind 20 Kurse, dann ist das Harvard, das macht irgendwie Sinn in unserem Kopf. Und das wird interessant zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, ob die dann eben verlangen, quasi nur noch diese Kurse zu nehmen und von wem werden sie die nehmen, wer kann die anbieten. Das wird vor allen Dingen zeigen, ob es wirklich auf die Inhalte ankommt oder ob es auf den Namen ankommt, der auf dem Zettel steht. Ich glaube, in ganz vielen Fällen heute kommt es einfach auf diesen Namen an, der danach auf dem Zeugnis steht und gar nicht darauf, was man da jetzt nun im Einzelnen studiert hat. Im Moment absolut. Aber da denke ich, das wird sich ändern. Da denke ich, wenn die ersten Generationen durch diese Kurse durchkommen oder diese Lernerfahrungen gemacht haben und die haben Mathe von dir gelernt und die sind gut in Mathe und das spricht sich rum, dann geht das ganz schnell, dass da diese alten Barrieren fallen werden. Und es ist ja auch der Fall, dass einfach viele dieser Namen, jetzt sagen wir Harvard und MIT, diese Top-Namen, die haben natürlich auch eine gewisse Berechtigung oft. Ja? Da ist eine hohe Qualität der Lehre oder der Forschung oder beidem. Aber es gibt ja auch viele Institutionen, wo vielleicht der Name mal ein bisschen, wo man da mal ein bisschen kratzen kann dran oder wo halt das auch hinterfragt werden kann, die auch in Amerika speziell sehr, sehr teuer sind. Also wo ich auch Harvard-Niveaus bezahle, wo ich aber vielleicht nicht das Gleiche bekomme. Ja, und ich weiß gar nicht, ist es wirklich, was gelehrt wird, oder ist es wirklich einfach nur, wenn der Harvard auf dem Zeugnis steht, wissen alle, ich war in dieser Community, ich habe die richtigen Leute kennengelernt. Ich saß mit den richtigen Leuten im Hörsaal. Ich habe mich in dem Absolut. richtigen, bei den, wie soll ich sagen, ich habe den Stallgeruch von Harvard. Das ist, was dann bezahlt wird. Ob ich da nun Mathe gelernt habe oder was auch immer, das ist dann Ja, eigentlich zum absolut. Schluss Ich habe egal. den Stallgeruch und mittlerweile habe ich sogar ein paar Leute gesehen, da ist es jetzt also es ist schon fast obszön, die quasi jetzt auf ihren Lebenslauf draufschreiben, Harvard-Abgänger, also Harvard-Dropout. Sehr schön, Also sehr schön. quasi, man Das ist wird, noch besser es ist als noch. Es Arbeitsabschluss. ist noch besser. Man wird angenommen, also man ist Ja, Teil des Clubs. Man verbringt vielleicht ein bisschen da um den Stallgeruch, aber dann, man braucht das noch nicht mal. Dann geht man dann davor noch ab, um sich quasi von denen noch zu differenzieren irgendwie. Aber das ist eben, ich finde, da wird diese ganze Zertifizatgeschichte obszön. ja, Also dann hat das mit definitiv. Lernen nichts mehr zu tun. Und da glaube ich, das wird einfach eine Weile dauern jetzt,
bis sich diese neuen Modelle ein bisschen mehr durchsetzen und dann wird es da mehr Wettbewerb geben. Mhm.